Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein: The Old Blood. Ich habe jetzt mal kurz die Grafikeinstellung geändert. Allerdings muss ich sagen, wenn man die voll macht, dann schaffe ich mit meiner 1060 gerade mal noch so 28 FPS. Da habe ich wohl die Grafikeinstellung ein bisschen unterschätzt. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. Sah eigentlich so passabel aus, dann. Das war immer noch nicht der Ultra-Knaller, aber. Jetzt muss ich hier mal kurz. Aha. Kurz durchhämmern, ohne Munition zu verschwenden. Der Sniper. Maschinengewehr. Der scheint sehr stabil zu sein. Bleibt trotzdem mal hier beim Sniper. Okay. Also jetzt sind die Grafikeinstellungen so auf hoch. Es gibt ja noch sehr hoch. Das wäre dann Ultra. Ich habe es jetzt mal auf hoch. Vielleicht merkt man schon ein bisschen den Unterschied. Irgendwas ist ein Sniper. Das geht auch ziemlich tief runter da. Krasse Kirche oder was das gerade ist. Aber denn. Okay. Überwachungskamera wahrscheinlich. Aha. So, mal gucken, was jetzt los. Muss ich eh wieder. Man hört noch was, aber. Jetzt muss ich mal irgendwie runterkommen. Hier komme ich nirgends irgendwo runter. Springen geht auch nicht. Nades, alles voll, ja, wow. Gibt's ja, aha. Wahrscheinlich tief unter mir, aber. Tja. Ah, bisschen zurück. Ach so. Wie schnell man diese Dinger so übersieht. Dass der da durchpasst. Also wer weiß, wie BJ Blazkowicz aussieht, du, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Was nicht. Ich verlasse mich mal lieber aufs Schleichen. Ist, glaube ich, auch anzuraten. Das hätte ich ganz schnell nach hinten losgehen können. Spannung pur. Irgendwo ist da noch der Schroti. Aber den kann ich nicht einfach so ausschalten. Ist noch einer. Oder ist das derselbe? Kann ich den vielleicht messern? Ich könnte ihn messern, dann muss ich immer hinter ihn kommen. Okay. Thank you.
Da kommt der Kollege immer runter. Problem ist, wenn er einmal schießt, dann ist hier gleich alles auf dem Plan. Ich gehe mal davon aus, dass der Schroti wieder nach oben gegangen ist. Da ist noch einer. Wurfmesser. Kommt da gerade die Treppe wieder runter? Hm. Was soll ich auf Offensiv machen? Wäre mir jetzt eigentlich lieber. Da wüsste ich, was ich... Kein Bock, Englisch zu lesen. Bzw. zu übersetzen. Gold. Aus. Oh, nee. Schroti. Mann. Okay. Dann mal ein Stockwerk hoch. Nee, jetzt nicht. Munitionsupgrade heißt, ich weiß, dass man bei der Schrotflinte so ganz spezielle Kugeln dann irgendwann später hat. Oder nee, das war bei New Order. Ich weiß auch nicht, ob es hier auch schon ist. Doch endlich. Die dann so abprallen. Weißt du denn das? Die Flummel sind so wie Flummis, die denn aus der Schrotflinte überall rumfliegen. Ja, ist ja schon klar. Ich hasse einfach Schleichen. Das ist einfach Müll. Kann sich auch einfach durchballern. Ist sowieso mehr so die Blaskowitsch-Methode. Oh. Sniper. Oder ein Offizier. Ich glaube, ein Offizier. Was? Ich schieße immer nur mit dem linken. Ey, was ich abkönnen. Vielleicht haben die ein Upgrade bekommen. Einer ist da hinten noch. Na, Herr Offizier? Er ist doch kein Offizier. Alles voll. Ich glaube, ich gehe tatsächlich ein bisschen sparsam mit meiner Munition aus. Auf. Da ist noch ein anderer. So. Jetzt endlich mal wieder Ruhe. Kisten. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier weiterkomme. Aha. Ich weiß, dass ich irgendwann von... Na, oh, das war C. Ups. Wesley. Ja, genau das. Oh, das anatomische Theater. Wer kennt das nicht? Das ist, da können ganz viele Leute zugucken, wie denn halt ein Mensch auseinandergenommen wird. Ja.
Schinkenknochen. Leck mich doch am Arsch. Come on, Wesley. Wake up. Gotta wake up. Come on. Wesley. Blazkowicz. Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. Bis vier zählen. Greta. You all right there? Huh? I was a bit worried we had lost you. Greta, bleib. Greta was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Aha, little Nazi fuck. You are a funny man. Clowns and flowers when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hoover Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right. Water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Nicht drücken. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. Never break free. I will fry you in this chair till you die. Scheiße. Count to four. Inhale. Okay, bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. One last time, then I will tell you who is your contact. Das wirst du nie erfahren, Hurensohn. Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me. Fuck you, leck mich, ist aber was anderes. Los! Zieh die Stöcke raus. Ja! Ja, in sein Herz, Alter. Und jetzt, Alter. Ja! Yes, Greta is here. Wo ist das bestimmt wieder? Oh. Ist klar. Greta. Greta ist ein seltener Albino-Kampfhund. Von Rudi Jäger gibt's. Also. Ja. Weiß ich nicht. Gedient, bla bla bla, gehört halt Rudi. Greta ist sehr loyal zu Rudi. Und hat ein. Hat, Appetit für menschliches Fleisch und sie mag es gekratzt zu werden hinter dem linken Ohr. Jeder verfluchte Einzelne von euch, das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein tot sehen. Los! Okay, ich brauche andere Waffen. Hab ich. Fuck. Okay, das war ein Fail. Nochmal. Killed your fucking dog, Rudy. Ich brauche Medizin. Wo ist mein... Sturmbahnführer Rudi Jäger. Ich will das Schwein tot sehen! Los!
200 Medizin. Los, stirb doch. Okay, hier bin ich in der Scheißdeckung. So. Was macht der denn da? Okay. Keine Munition. Was soll ich denn machen? Mann, der braucht auch immer so lange, bis er hin und her wechselt. Okay, Medikit nirgendwo. Tja. Schon scheiße, wenn der Hund gestorben ist, ne? Da ist noch ein Medischock. Das bewahre ich mir aber kurz auf. Werde ich garantiert noch brauchen können. Kampfpistole. Ein Schuss. Das Maschinengewehr. Okay. Wow. Sind. Eine kleine Versammlung. Okay, Medizin, Medizin, Medizin. Gut. Was macht der denn da? Haben Sie sich im Weg geirrt? Nachladen mit dem Leben da. Aha, hier schön mit meiner Schenke, alles da. Okay. Sonst noch irgendwas? Was habe ich jetzt alles? Soldier mit Bombenschuss habe ich auch hier. Ich will mal hier die Kampfpistole ausprobieren, mit der ich einen Schuss habe. Gucken, ob ich den irgendwann noch einsetzen kann. So, dann mal weiter. Get a grip, BJ. Carry on. Oh, so ein schöner alter Lift. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. Ja. Nice. Ganz hoch in den fünften Stock. Wir waren tief im Keller. No hill for a stepper, right, Billy Boy? Wir sind oben ohne. No hill for a stepper. Ups. Kapitel 4. Flucht. Okay, das ist praktisch. Warte, warte. Ich möchte mal nicht kommen. Oh. Und keiner hat's gemerkt. Boah. Scheiße, noch eins. Kampfpistole, Alter. Generator. Okay.
Wir sind aber weit weg. Wo sind wir denn hier gelandet? In der Maschinenhalle? Ist ja klar, dass der Lift seinen Geist aufgegeben hat. In der Seilbahn. Kann ich doch nur fahren. Das ist nicht klar. Da ist er. Was ist das denn? Oh, ich wurde gesichtet. Ja, und der andere auch noch? Das Gelände hier ist so unübersichtlich. Alter, was ist das für ein Teil? Ups. Ah, das war ein Headshot, glaube ich. Unser Eisenwert aus... Was? Das kann ich nicht lesen. Okay, nochmal. Ich habe noch die Kampfpistole. Gucken, was ich damit wieder anrichten kann. Erstmal hoch. Muss ich irgendwo hin? Da weit hinten. Alles voll. Mamma mia. Kabellose auch noch ausgerichtet. Wahrscheinlich gibt es jetzt nur noch kabellose. Da geht's auch nicht lang. Jetzt muss ich... Weißt du was? Der schießt da überall durch. Nicht so schnell, Kamerad. Ist noch da. Wow, übertreib's nicht. Naja, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, für heute haben wir genug an der Kiste gesessen. Nee. Danke fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, abonnieren, wenn ihr wollt. Oh. Dankeschön. Tschüss.